Yeah. Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge der Hunter Call of the Wild. Heute bin ich ein bisschen auf Yukon Valley unterwegs. Hab eine riesen Wolfsherde gefunden. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, wo ich dann den Weißen gesehen habe, ey, das vielleicht ist ja ein Albino. Weil, keine Ahnung, ich habe bis jetzt noch kein Albino geschossen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, man sieht ja nicht oft weiße Wölfe. Und probier's einfach. Jetzt bin ich hier auf einer Zwickmühle. Wenn ich die jetzt anschieße, dann kann es sein, dass die alle auf einmal kommen. Und ja, da weiß ich jetzt auch nicht, hier, was ich dann mache. Weil auf Yukon Valley sind die Wölfe sowas von aggressiv. Ein Schuss und die ganze Herde kommt auf dich zu. Also sollst genug Abstand haben, dass du so viel wie möglich erlegen kannst. Ja, ein Simner, das ist ein ganz schöner. Ja, da weiß ich immer nie, was ich hier. Der Wolfsrudel, auf einer bin ich gefolgt, gute halbe Stunde, bis ich sie mal gefunden habe. Weil teilweise bin ich dann im Wind gelaufen. Und ja, ihr wisst ja selber, was das heißt, im Wind laufen. Da kommt kein Tier euch entgegen. Das riecht euch sofort und weg sind sie. Bloß ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, welchen ich als erstes schieße. Das Simner-Männchen oder der Weiße. Der Weiße würde mich eher anmachen, weil vielleicht ist ja ein Albino, wer weiß. Weil wo ich die Herde jetzt endlich mal, oder den Wolfsrudel gefunden habe, habe ich mir gedacht, ab dahin muss ich erstmal die Aufnahme starten. Weil vorher, das hat sich gezogen wie, ey, das ist abnormal. Immer frische Spuren gehabt, ja. Dann sind sie doch nicht da gewesen. Das ist der Wahnsinn. 1, 2, 3, 4, 5. 5 oder 6 Tiere. 2, 3, 4, 5. Ich glaube 5 Stück sind das. Bloß die sind alle sehr, sehr gefährlich. Ne, es sind 6 Tiere. 6. Ja, 6 Wölfe. Aber Gott sei Dank haben sie sich wieder beruhigt. Weil, wo ich sie gefunden habe, waren sie alle in der Wüste. Ich glaube, der Schuss hat gesessen. Okay, jetzt kommen sie alle. Ich hoffe, ich überlebe das. Oh mein Gott, das Aufstehen hat gerade gar nicht mehr. Okay, der erste liegt. Da vorne der Weiße müsste auch liegen schon. Überall knurrt's hier. Ne, hier ist der Weiße. Und der war sauber daneben. Aber dann habe ich den Weißen gar nicht getroffen. Und der Schuss war auch nichts. Ja, es ist nicht so leicht, die zu treffen hier. Ja, 5 gegen 1 ist unfair. Okay, den habe ich gut gemacht. Und er hat mich. Hey, lass dir mich in Ruhe. Jetzt kriege ich echt Schiss. Gott sei Dank ist hier Wasser in der Nähe. Weil sie folgen mir nicht. Das ist wie Büffel. Ich glaube, den habe ich auch nicht. Ich hasse immer das, wenn das Knurren anfängt hier. Oh Gott, erstmal eine kleine Verschnaufspause hier. Das ist gar nicht so einfach. Wirklich nicht. So, 2 sind übrig, also müssten 4 liegen.
Okay, den habe ich gut getroffen. Doppellunge und tschüss. Mama mia. Immer das Risiko hier. Ein Goldener, das ist der Simner, wo wir auch gesehen haben. Eine normale Fellfarbe. Aber ein schöner. So. Da liegen, glaube ich, noch zwei Stück, ja. Auf den Weißen bin ich echt gespannt, ob der jetzt Albino ist. Das ist auch ein normaler weiblicher. So, und jetzt? Eiweiß. Ich weiß nicht, wie viel ich Eiweiß schon geschossen habe. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr auch so Fake-Albinos, wie oft ihr die schon geschossen habt. Wenn ihr sie gesehen habt. Ich finde, Wölfe jagen ist, auf Yukon Valley ist es ganz cool. Also ich mag's. Richtig sogar. Auf Fernando jetzt auch. Die hauen wenigstens ab. Was einerseits doof ist, da hast du die Möglichkeit dann nicht mehr, die zu schießen. Also musst du echt da auf eine Art gut überlegen, welchen du dir da rauspickst von der ganzen Wolfsrudelherde. Naja, ja, ganz oben wieder. Weil normalerweise wollte ich die Mission da hinten machen, wo es euch gerade hier anzeigt, eine Bahnschiene. Naja. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir die nur einholen. Der Wind ist jetzt auch. Ja, okay. Ich glaube, die sind. Die hauen ab. Weil jetzt bin ich losgesprintet. Aber ich glaube, da habe ich jetzt keine Chance mehr, dass die jetzt hier kommen. Schade. Sonst hätte ich nämlich alle 6 Stück. Na gut, viel Leben habe ich jetzt auch nicht mehr. Die kleinen Blutsauger hier. Ja, ich glaube, die kommen nicht mehr. Ich glaube es echt. Weil, keine Ahnung, ich bin losgesprintet. Ja, ein bisschen schauen hier, aber ich glaub's nicht. Ja, schade. Echt schade, aber gleich zu sehr gefährlich. Ich sag ja, Wasser in der Nähe, Gott sei Dank. Also wollte ich nur die Mission machen. Von den Bahnschienen da. Soll ich ein Foto schießen von der Brücke da, wo der Zug drüber fährt? Und dann habe ich Wolfsspuren entdeckt. Die waren alt und dann bin ich denen hinterher, ja. Bis ich sie dann gefunden habe. Aber das hat, ich glaube, in Echtzeit war ich eine halbe Stunde dran. Also noch schnell, kannst du sagen, weil manchmal, wenn echt Pech hast, rennst du dir 2 Stunden hinterher. Naja, aber da, also jetzt ging es richtig gut. Gott sei Dank. Ich sage ja, ich hoffe, dass sie zurückkommen, aber man weiß es nicht. Man weiß es echt nicht. Ich glaube, das waren 2 Weibchen. Ne, ein Männchen. Ein Männchen und ein Weibchen. Aber ich glaube, die sind über alle Berge.
Ich finde das einfach bei Hunter klasse. Du willst was erledigen und zack, bumm, triffst du auf irgendwas Großes, Seltenes. Das ist cool. Ich mag das Spiel unbändig. Ich spiele es auch so gern. Ja gut, jetzt. Ich glaube, jetzt kann ich es eh vergessen, weil der Wind ist blöd in die Richtung. Schieß mal nur schnell das Foto hier. Ich habe mir ja einen Spot geholt. That looks like a good spot to take the photo. Machen wir jetzt das Foto. Ja, ist ja ein schönes Foto. Ja, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ich zeige euch noch genau, wo ich die Wölfe geschossen habe. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Ich würde mich mega freuen über Kommentare, da oben nämlich am See. Bis dann, euer Kaliber. Ciao.